mit dir und raus mit dir. Da war doch was. Hör auf! Ich muss hier wohl mal aufdrehen. Tür auf! Und noch ein bisschen. Tür auf! Ich habe gar nicht unterschrieben. Spartacus. Kommt mit nach Lazy Town, dem schönsten Ort der Welt. Freddy Faulig richtet Schaden an und Spartacus ist unser Held. Stephanie ist neu im Ort, an Siggis Bonbons bleibt sie kleben. Wer Pixel, Meini und Trixie kennt, der weiß, hier kann man was erleben. Jetzt geht's los hier in Lazy Town. Dieser Tag wird bestimmt grandios. Auf dem Kopf steht alles in Lazy Town. In Lazy Town ist immer was los. Hilfe, wer bin ich? Bist du sicher, dass mit deinem Computer alles in Ordnung ist? Keine Sorge. Ich ordne nur meine ganzen LazyTown-Dateien. Was? Was steht da? Pixel, du wolltest von mir mit einem Brief daran erinnert werden, nicht zu vergessen, daran zu denken, etwas Wichtiges zu tun. Unterzeichnet Spartacus. Genau, stimmt. Ich erinnere mich. Ich muss eine Sicherungskopie meiner Dateien erstellen, bevor ich irgendetwas anderes mache. Zur Datenquelle gehen und... Sicherung starten. Oh, weia. Systemabsturz. Der Computer reagiert nicht. Achtung. Pixel! Achtung! Achtung! Raus hier! Achtung. Nein! Da hat jemand ein Problem. Tür auf! Was ist los? Mein Computer! Nimm ihn vom Netz, sonst explodiert er! Ja, da! Okay, ich fliege! Los, Spartacus, ja. Schnell! Achtung, 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 Achtung! Raus mit den Steckern! Und los! Achtung, 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 Achtung! Und? Tja, Freunde, ich habe den Computer vom Netz genommen, aber es war leider nichts mehr zu retten. Gar nichts? Bloß das hier habe ich gefunden. Juhu! Oh nein, sie ist geschmolzen. Alle Bilder und Daten auf meinem Computer, der ganze Speicher, weg. Ach, wenn nur dieser ewig gute Spartacus auch so einen Speicherdefekt haben könnte wie Pudels toller Computer. Dann würde er nicht mehr ständig diese Gören retten können. Nie wieder! Nie wieder! Tja, wieso denn eigentlich nicht? Spartacus wird meine Falle garantiert nicht ignorieren können. Wunder der Technik, der famose Gedächtnislöscher 3000.
Wenn er hier ankommt und durch dieses Tor rennt, heißt es auf Nimmerwiedersehen, mein liebes Gedächtnis. Und er wird sich weder an Zick noch an Zack erinnern. Ach, ich geh lieber. Was? Was habe ich gerade getan? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, dass ich irgendwas getan habe. Es hat aber funktioniert. Was? Spartacus' Gedächtnis muss sich anfühlen wie ein ausgetrockneter Schwamm. Großartig. Hallo, Spartakumpel. Wie geht's uns denn? Du kennst mich? Ob ich dich kenne? Dich? Ich bin doch dein allerbester Freund. Ist das wahr? Ja. Oh Mann, ist das ein Glück. Weil ich kann mich nicht erinnern, wer ich bin. Wirklich? Nein. Na hoppla, sowas. Mach dir keine Sorgen, mein Freund, ich bin ja da. Hör auf deinen alten Kumpel und der sagt dir, was immer du auch tust, niemals, niemals, niemals darfst du irgendjemanden retten. Jemanden retten? Wieso sollte ich sowas tun? Verstehe ich nicht. Das macht nichts, das macht gar nichts. Pixel war ja wirklich völlig fertig, nur weil der Speicher von seinem Computer weg ist. Naja, der Computer hat sein Gedächtnis verloren und ohne Gedächtnis weiß man nicht, wer man ist. Wirklich? Ja. Wer nicht weiß, wer er ist, ist nicht er selbst. Wow. Ist das wahr, dass ich Eis mag? Ja, du magst es nicht nur, du stehst total drauf. Deswegen bist du ja auch hier in Lazytown, der Eismann. Wirklich? Ja. Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß. Dankeschön. Dann kann's ja losgehen. Da kommt Kundschaft. Ist er neulich auf dem Sportplatz war? Eiscreme gefällig. Nein, danke. Hat er gesagt, dass... Eiscreme? Ich wusste es doch. Ja, hier kommt die Waffe und hopp. Und hopp. Wow. Ja, ja. Und jetzt die Eiscreme. Ja, ja. Oh. Geht's dir auch wirklich gut, ja? Wunderbar. Wow. Ja. Und hier ist deins. Danke. Wow. Oh, nur eine? Und der letzte Wurf. Oh, hier hast du dein Eis. Wow. Danke, Spartacus. Oh, dankeschön. Los, komm, Siggi. Ja, oh, wow, warte mal. Oh, oh, Hilfe, mein Eis hat ein Problem. Hilfe. Mein Eis. Oh, Hilfe. Jetzt kannst du reinhauen. Ist einfacher so. Wow, toll. Du bist garantiert der beste Eismann auf der ganzen Welt. Ja, das kann schon sein. Das bist du ganz sicher. Einen schönen Tag noch. Danke. Dir auch. Ah, Eis, lecker. Ist das richtig? Hm, richtig? Ha, das ist wahrscheinlich das Größte, was mir je passiert ist. Das erzähle ich gleich Pixel. Der wird begeistert sein. Was machst du denn da? Liegestütze. Liegestütze? Nein, nein, nein. Das wirst du bleiben lassen. Das ist gefährlich. Die laugen dich aus. Das ist schlecht. Warum setzt du dich nicht einfach mal hin? Setz dich hin. Na los. Weißt du denn gar nicht, was Stillsitzen bedeutet? Nein, ich glaube nicht. Tu, was du willst. Aber du darfst nie jemanden retten, verstanden? Das hast du schon mal gesagt. Die Arbeit wartet. Eiscreme, leckere Eiscreme! Oh, ich
krieg meinen Computer nicht mehr zum Laufen. Spartacus ist heute irgendwie merkwürdig drauf, oder? Dass er mir und Siggi ausgerechnet Eis schenkt? Eis schmeckt ja so gut. Noch jemand ein Eis gefällig? Schau, da unten steht er immer noch. Was? Immer noch da? Oh, dann kriege ich ja vielleicht noch eins. Meinst du? Meinst du? Oh, hey. Noch jemand Eis? Leckeres Eis? Hey, irgendetwas stimmt da nicht. Hi, ein Eis? Ja. Siggi? Und du? Lass diesen Quatsch da. Ja, aber weswegen? Du bist kein Eisverkäufer, sondern ein Superheld. Und du isst keine Eiscreme. Ja. Ich soll ein Superheld sein? Ja, du rennst doch die ganze Zeit rum und rettest Leute. So was tue ich? Ja, 6, 7, 8 Mal am Tag. Weißt du denn das alles nicht mehr? Ich erinnere mich an gar nichts. Oh. Leute! Er sagt, dass er sich an gar nichts mehr erinnern kann. Oh nein. Wow. Das ist ja, als wäre ihm das Gedächtnis gelöscht worden. Wie bei meinem Computer. Puff. Und weg ist es. Wir müssen rauskriegen, wie wir ihm helfen können. Ja, genau. Hey, wie wär's, wenn wir ihn an ein paar Sachen erinnern würden? Ja. Ja, los geht's. Kommt, los. Cool, das machen wir. Na nun, komm schon, mir nach. Okay. Schon gehüpft mit dem Seil. Schon gespielt mit dem Ball. Schon getanzt im Kreis. Das macht Spaß, wie jeder weiß. Durch das Seil hin und her. Okay, ich kann's versuchen. Über Kreuz und zurück. Genau so. Mit dem Ball wird jongliert. Kinderleicht. So schlecht. Und klatsch mit, so laut du kannst. Versuchst du mich zu verstehen, kannst du sehen, solange es Spiele gibt, macht es richtig Spaß zu leben. Sie machen, dass die Welt sich dreht. Drum spiel ganz viel, denn das hat Stil. Solange es Spiele gibt, macht es richtig Spaß zu leben. Sie machen, dass die Welt sich dreht. Drum bleib mobil und spiel so viel es nur geht. Hat's funktioniert? Nein. Na, und du dich wieder ich, ich hätte mich beinahe ans Erinnern erinnert. Ja? Aber dann hat's doch nicht geklappt. Es tut mir leid. Hey, warte. Pixel, wie wär's, wenn wir Spartacus ein paar Bilder und sowas zeigen? Ja. Möglicherweise hilft ihm das beim Erinnern. Ja, und Videoclips von... Oh, aber mein Computerspeicher ist doch futsch, genau wie sein Gedächtnis. Na, dann reparier ihn doch einfach. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Ja, okay. Bin schon dabei. Ja. Ja. Los, komm, komm. Warte hier. Okay, diese Kinder versuchen wirklich, mir zu helfen. Die sind wirklich unglaublich nett. Nett? Du findest die nett? Die Gören führen dich doch an der Nase herum. Auf keinen Fall. Doch! Die sagen schrecklich fiese Sachen über dich. Nein. Doch! Ach, weißt du, wie die dich nennen? Den blöden Flippity-Flippity-Flippity-Flippity-Flippity-Flippity-Flipp. Nein. Doch. Und mein Lieblingswort. Ich meine, das, das du ganz furchtbar findest. Welches denn? Ich kann's nicht sagen. Es ist zu schrecklich. Hier hast du einen Stift und einen Zettel. Okay. Oh. Nicht spicken. Das ist ja gar kein Wort. Das weiß ich auch. Ich weiß nicht, wie es geschrieben wird. Aha. Ich flüstere es dir ins Ohr. Aha. Komm näher heran. Näher. Noch näher.
Nana! Nein! Weg, weg, weg! Halt! Ein kleines bisschen! Halt! Vor, zurück! Stopp jetzt! Halt! Der blaue Idiot? Das ist ja gar nicht nett. Ist das nicht furchtbar? Was soll ich jetzt tun? Tja, ich finde, du solltest dahin zurück, wo du herkommst. Wo ich herkomme? Ich weiß ja nicht einmal, wo ich wohne. Ganz einfach, du wohnst über uns. Wow, ein Luftschiff. Ist das meins? Aber sicher, natürlich. Wie soll ich da hochkommen? Ah, zuerst fuchtelst du in der Gegend rum, so etwa. Okay, das kann ich wohl. Okay, und so weiter und so fort. Und dann? Und dann musst du ein Wort rufen, das mit L anfängt. Mit L anfängt? Okay, Lolo Verde. Was war denn das jetzt? Eine Salatsorte. War komplett falsch. Ich versuch's nochmal. Neuer Versuch. Luftpost. Ha, was? Nein, 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 nein. Das war auch falsch. Oh, okay. Leiter. Leiter. Wer sagt's denn? Wie schafft ihr das nur? Ich verstehe das nicht. Aha. Genial. Du kletterst jetzt einfach nach da oben und tust genau das, was du am besten kannst. Stricken? Okay. Alles klar, ich bin soweit. Okay. Ich versuche mal, die Schaltkreise zu überbrücken. Die was? Und starte jetzt die Festplatte neu. Oh, das muss einfach funktionieren, weißt du? Spartakus muss wieder normal werden. Und ab geht's. Okay. Ich kopiere jetzt ein paar Spartakus-Videoclips von meinem Laptop. Okay. Und fahre damit Spartakus-Gedächtnis neu. Hey, klasse. Spartakus sitzt da und strickt und hat keinen Schimmer, wer er ist. Also werde ich jetzt einfach das Luftschiff abschießen und zwar wie diesen Ballon hier. Dann fliegt er davon und findet nie wieder zurück. Ab dafür. Für immer. Kommt schon. Wenn Spartakus diese Bilder sieht, dann kommt sein Gedächtnis garantiert aber zurück. Hallo. Ja, ganz sicher. Los, komm. Also irgendwie muss ich sie aufhalten. Wie könnte ich ihnen eine Falle bauen? Das wird gut. Ich brauche einen Anreiz, damit er sich erinnert, wer er ist. Genau. Und in meinem Laptop steckt alles dafür drin. Super. Wow. Was? Ein Lollipop. Da. Siggi, für sowas haben wir wirklich keine Zeit. Ja. Er hängt da irgendwie. Sieh mal hin. Wird das noch was? Ja. Ja. War mal wieder genial. Siggi. Was hast du bloß getan? Jetzt werden wir Spartakus Gedächtnis bestimmt nie mehr zurückholen können. Ach, es scheint mir genau das richtige Wetter dafür zu sein, um zu fliegen. Tja, ich bin tatsächlich gar nicht schlecht. Vielen Dank. Vorsicht. Achtung! Und Feuer! Huch! Ach Gottchen! Also wirklich, huch, ein Schuh. Ja, aber wo kommt denn jetzt bitte sehr dieser Schuh her? Hilfe! Hilfe! Jetzt fällt mir alles wieder ein. Ich bin Spartakus. Jemand hat ein Problem. Was war denn das?
macht Freddy da? Wer? Oh, oh nein, sein Gehirn ist immer noch kaputt. Hey, von wegen! Ja, er erinnert sich wieder. Oh, kann mir vielleicht jemand helfen? Spartacus, genau der Held, auf den ich gewartet habe. Rette mich! Das darf ich doch nicht. Doch! Ja, aber erinnerst du dich nicht mehr? Du hast doch mir gesagt, ich soll auf keinen Fall und nie jemanden retten. Nein, ich meinte auf gar keinen Fall und gar nie jemanden außer mich. Komm, mach schon. Na los, rette deinen besten Freund, deinen Kumpel. Ich weiß nicht. Wieso? Wieso? Ich finde, du solltest dir auch mal Gedanken über Helmpflicht machen. Weißt du, Freddy, obwohl ich mein Gedächtnis wieder zurück habe, kann ich immer noch dein Freund sein. Freund? Ja. Mit Freunden, wie du einer bist, wer braucht da noch Feinde? Oh. Oh. Was? Hat irgendjemand meinen Schuh gesehen? Mein Schuh ist weg. Schuh, wo steckst du? Wohl erstmal hier raus. Unser Held. Vorsicht! Alles klar soweit? Ja, ja! Ja, ja! Und wir sind wirklich froh, dass du dein Gedächtnis zurück hast. Mir geht's genauso. Und jetzt kann ich mich auch wieder erinnern, was ich am liebsten mache. Eis verschenken? Nein, das! Mit Soße sing ich, wenn ich tanze, tanze, tanze. Go! Bing, bang, diggi, diggi, dong. Sportsalat, der alles heißen kann. Tack und ab, die Post, ich zeig's dir. Fit wie ein Turnschuh stehe ich hier. Wir hüpfen doing, doing, auf und ab. Drehen uns um und klatschen in die Hände. Sein, dass du... Freddy Faulig, ich habe deinen Schuh gefunden. Ich bin hier drin. Wo denn? Hier drin. Wo denn? Ich bin hier. Oh. Ah, da bist du ja. Frisch und minzig. Kommt nach Lazy Town, dem schönsten Ort der Welt. Freddy Faulig richtet Schaden an und Spartacus ist unser Held. Stefanie ist neu im Ort, an Siggis Bonbons bleibt sie kleben. Wer Pixel, Meini und Trixi kennt, der weiß, hier kann man was erleben. Jetzt geht's los hier in Lazy Town, dieser Tag wird bestimmt grandios. Auf dem Kopf steht alles in Lazy Town, in Lazy Town ist immer was los. Zahnbürstengeburtstag. Oh.
meine. Ja, die sind alle meine. Und 15 nach links. So. Bürste aktiviert. Programm beendet. Aktiviere Lächeln. Gut geputzt, ist halb gewonnen. Mein Lächeln. Ja, das ist meins. Siggi, wach auf, du hast heute Geburtstag. Ja. Bis später. Was für ein netter kleiner Junge. Ist was Süßes. Ah, ich liebe den Geschmack von Toffees am Morgen. Das schmeckt einfach nach Toffee, ja. Oh, ich muss Sportakus die Einladung zu meinem Geburtstag schicken. Was? Eine Geburtstagsparty? Hey, was schenkt ihr ihm denn zu seinem Geburtstag? Das ist eine Überraschung. Was ist das? Was schenkst du ihm, Meini? Wer, ich? Aha. Ja. Na ja, wisst ihr, ich hab's eigentlich schon, aber ich will's behalten. Oh, ernsthaft? Das ist ein Geburtstagsgeschenk, das kannst du nicht einfach behalten. Ja, aber er will doch jedes Jahr immer nur dasselbe geschenkt kriegen. Toffees! Hat dir jemand was von Toffees gesagt? Ich könnte schwören, dass ich was von Toffees gehört hab. Wieso werd ich denn nicht eingeladen? Ja, also das können wir doch nicht dulden, oder? Tarnentricks enttäuschen! Oh, wow, das ging ja schnell! Zu verpennt! Zu dekadent! Horrend! Das ist perfekt! Jetzt sollte noch ein herausragend gutes Geschenk her. Aber wenn ich sage gut, dann meine ich böse. Hey, ich hab Post. Was ist das? Mach bei der Party mit. Bring mir Geschenke, bring mir Geschenke, bring mir Geschenke mit. Feiert alle fröhlich, feiert ab. Feiert. Richtig süß ist das. Aber was kann ich Siggi nur Schönes zu seinem Geburtstag schenken? Aha, ein Fußball. Ein Fußball? Nein, doch nicht. Er braucht was anderes. Er braucht was wirklich Wichtiges. Ja, Baseball. Nein, vielleicht doch was ganz anderes. Wird Zeit, die Bühne aufzubauen. Damit eröffne ich den Happy Birthday Siggi-Tag. Mein Haut! Herr Bürgermeister, Herr Bürgermeister, fangen Sie nicht ohne mich an. Oh nein, schon wieder.
Schaltkreise überlastet. Stefanie, genau das haben wir befürchtet. Ja. Du musst uns helfen, bitte. Sprich mit deinem Onkel, bitte. Ja, ja. Du musst uns einfach helfen, okay. Bitte. Onkel? Hm? Onkel Meinhard? Tja, also, Senta darf einfach nicht ihre Rede halten. Ja, aber das macht sie doch was an ihrem Geburtstag. An meinem Geburtstag hat sie keine Rede gehalten. Genau, das ist der Punkt. Das dauert. Und dauert. Und dauert. Und dauert. Und dauert. Nun ja, gut. Ich muss ehrlich zugeben, manchmal zieht sich das schon ein kleines bisschen in die Länge. Ein kleines bisschen? Ja. Es ist grauen. Meinhard. Es ist schon zu sonnig heute, meinen Sie nicht auch, liebe Senta? Oh ja, ist es nicht schon Zeit für meine Rede? Ach, ich möchte die Möglichkeit auf keinen Fall verpassen, unserem Geburtstagskind ein klein wenig Sonnenschein zu bringen. Oh, ich habe zu diesem Anlass noch eine Kleinigkeit hinzugefügt. Fass es nicht. Wirklich nur Kleinigkeit. Das dauert nicht lange. Wo war denn der Anfang? Zuerst kommen die Geschenke. Ja, Geschenke! Hat jemand Geschenke gesagt? Ja, genau. Ja, wer möchte denn anfangen? Ich, bitte ich. Mein Geschenk. Hey, du bist immer als Erster. Für mich? Das ist mein Geschenk. Oh, danke, 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 danke. Ja, bitte. Meini, lass los. Herzlichen Glückwunsch. Was das wohl ist? Ein Stückchen Toffee Toll und meine Lieblingssorte. Los, ein? Woher hast du das gewusst? Ja, woher nur? Ich hab geraten. Aha. Krieg ich die Schachtel wieder, bitte? Oh, na ja. Okay, und den Deckel Platz. Auch. Jetzt komm her. Ja, aber guck mal, hier kommt ein richtig dickes Geschenk, Siggi. Da. Oh, wow. Mach's auf. Komm schon, mach's auf. Was ist da drin? Tja, wieso machst du es nicht einfach auf? Ja. Mach's auf. Das will ich auch haben. Das war cool, Trixie. Pass auf, Geschenk in der Umlaufbahn. Ach, Mia. Oh, Siggi. Lecker, ja. Ich habe eine Kleinigkeit für dich. Ja? Bitteschön. Oh, ein Briefumschlag. Oh, und so einen habe ich mir schon immer gewünscht. Hä? Vielen Dank. Der nächste. Siggi, du musst ihn aufmachen. Ah. Ja, mach ihn auf. Weiß ich doch. Wow, was ist da drin? ja, www.toffee.com. Ausgezeichnet, sehr gut. Du kannst dir in DSL-Geschwindigkeit JPEGs runterladen von allen Toffees, die es überhaupt gibt. Ach, wirklich? Tja, danke schön. Kann ich die auch essen? Nein, du guckst sie dir einfach an. Das heißt, ja, es sind gar nicht deine? Und jetzt? Und jetzt, Entschuldigung, und jetzt zu meiner Rede. Oh, habe ich schon erwähnt, dass ich zu meiner Rede noch 5 Minuten hinzugefügt habe? Nur für den lieben kleinen Viggi. Was, Viggi? Oh, gleich nachdem ich ihm eine Kleinigkeit überreicht habe. Was? Toffees mit Toffee-Geschmack. Oh, finde ich super. Danke sehr. Bitte. Sag mal, Stefanie, hast du auch Toffees dabei? Hä? Naja, irgendwie schon. Oh. Toffee, Toffee, schmeckt dir sehr. Komm und hol dir mehr, mehr, mehr. Woo, Toffee! Woo! Ja! Das war das Toffee-Lied! Oh, Stefanie, das war so super toll. Ich habe den Geschmack von dem Toffee richtig im Mund gehabt. Vielen Dank. Und nun zu meiner Rede. Sportakus? Denk nicht, ich hätte deinen Geburtstag vergessen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ein ganz spezielles Geschenk. Etwas für dein ganzes Leben. Ist es ein 200 Jahre Schmatzriegelvorrat? Nein. Ist es eine 30-Kilo-Tüte mit Schokokeksen? Nein. Ist es eine Lastwagenladung mit Fürst Pückler-Eis? Nein. Hier, bitte sehr. Was ist das? Wo schließt man das Ding an? Das schließt man gar nicht an. Das ist eine Zahnbürste. Ja. Ja, weißt du etwa nicht, was eine Zahnbürste ist? Doch. Nein. Ha, warte mal, ich check meine Datenbank.
Eine Zahnbürste ist ein handbetriebenes, tragbares, mit Borsten ausgestattetes Körperpflegemodul mit langanhaltender Wirkung. Ah ja. Ach so. Richtig. Und du verwendest es zur gründlichen Reinigung deiner Zähne. Aber in meinen Zähnen hängen ein paar von meinen Lieblingssachen. Hier. Oh, hier ist das ekelhaft. Hier sollte man mal das Hirn mit Seife auswaschen. Guck mal, sie sieht aus wie meine. Oh, aber was macht man damit? Hast du denn noch nie das 20-Mal-Lied gehört, Siggi? Ja, das 20-Mal-Lied. Ja, diese Zahl ist praktisch und gut. 20 Mal auf und 20 Mal ab. Sie hilft einem stets, egal was man tut. 20 Mal links und 20 Mal rechts. Man benutzt sie einfach so. Zu Hause und anderswo. Es dauert auch nicht lang. Wer es probiert, dem nützt es garantiert. Ich hab's auch schon ausprobiert. Na, dann tu's doch einfach. 20 Mal, weißt du? Ja, wow, dann werd ich mal... Die große Geburtstagsfee. Wo hält man das Ding an? Du hast doch nicht gedacht, dass ich deinen Geburtstag vergesse, oder? Wer bist du denn? Du siehst ja mädchenhafter aus als sie und das vielleicht was heißen. Wer ich? Ich bin die Geburtstagsfee. Ich reise durch die Welt und gebe allen Kindern Geschenke, die Geburtstag haben. Geburtstagsfee? Du warst aber noch nie bei meinem Geburtstag. Geburtstagsfee, du schuldest mir ordentlich was. Und zwar Geschenke für 8 Jahre. Mit Zinsen, versteht sich. Oh, meine! Wo ist mein Geschenk? Wo ist mein Geschenk? Hä? Was ist das? Für mich? Ja. Was ist das? Das ist der... Gesteuerte Elektro-Ultra-Süßomat 3000. Aha. Eine hypermoderne Maschine für automatisierte Süßigkeitenherstellung. Aha. Tja, zumindest sieht man sowas nicht jeden Tag. Hoffentlich beeilen sich die jungen Leute. Das kostet wertvolle Redezeit. Du und ausschließlich du... Kannst ihm sagen, was du willst, und dann macht er's. Echt? Nur ich? Wow. Nur ich kann ein- und ausschalten? Nee. Toffi! Huh? Oh, hey! Hältst du das für eine gute Idee, also? Ich weiß. Das ist eine ganz tolle Idee. Ja. Der Junge soll sich doch freuen. Also dann, los. Toffi! Vorsicht! Es ist wirklich Toffi! Haha! Willst du noch mehr? Ja, Toffi! Na, wer sonst denn? Toffi! Oha! Ich sag was und dann krieg ich auch! Das Ding kann wirklich alles machen! Toffi! Was? Toffi? Will ich haben! Das ist mein! Ja, aber meine!
Heidi, geh von der Maschine weg! Sei vorsichtig! Toffi! Toffi, Toffi, Toffi! Meini! Toffi! Stopp! Oh, es klappt! Yeah. Toffi, Toffi, Toffi! Volle Pulle! Geschenke, ich passe auf euch auf. Wir müssen das Ding sofort abschalten. Siggi, schalt dieses Ding aus. Mach, dass das Ding aufhört. Mach schon, spuck's aus. Halt es an. Das ist vielleicht eine verrückte Geburtstagsparty. Stefanie, versuch's weiter mit Siggi. Ich hol jetzt die Ausrüstung aus dem Luftschiff. Leiter! Beeil dich, Sportakus! Komm mal wieder, Sportakus! Ich muss zu der Maschine hin! Aus! Hixel, schalt es ab! Ein Geschenk, das immer weiter schenkt und schenkt und schenkt. Schalt's doch endlich ab! Ich kann nicht, nur Siggi kann es abschalten. Onkel, du musst was tun, Onkel Meinhard. Sonst kannst du Lazy Town gleich umbenennen in Toffee Town. Wieso? Essen wir die nicht einfach? Wie war das gerade, bitte? Na, die Toffees, wieso essen wir die nicht einfach alle auf, hä? Mitbürger, ich rufe den Notstand aus. Da ist um euer Leben. Na dann, guten Appetit. Ich kann nicht schnell genug essen. Mein Gott, seien Sie ein Mann. Schalt es aus, Siggi. Siggi, schalt es aus. Ich kann nicht mehr. Ich hab genug von Toffee. Hätte ich gewusst, dass die Party derartig ausartet, wäre ich doch niemals hierher gekommen. Oh, oh, oh nein! Ich muss mich beeilen. Hilfe! 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 Was ist das? Hätte, könnte er das Toffee damit wegputzen und das Ding stoppen. Hm? Ja, putz dir die Zähne, Siggi. Wo soll diese Zahnbürste denn sein? Wo hast du sie hingetan, Siggi? Sie muss doch hier irgendwo sein. Sie ist unter diesem ganzen Zeug. Ah, ich bin am Ende. Sie hat aufgehört. Hm? Oh, oh. Sie explodiert gleich. Sportakus, du was? Bitte. Ja, Sportakus, los. Hilfe. Hilfe. Hm?
los? Was ist, wenn er nicht zurückkommt? Er muss zurückkommen. Schließlich ist er Spartakus. Oh nein! Gleich explodiert sie! Hier, da ist sie! Hm? Spartakus, er hat sie! Fangen Sie sie! Kurz um dein Leben! 20 Mal hoch! Ja, und 20 Mal links! Ich sehe nichts mehr! Hilfe! Weiter, weiter! Geht's denn wieder? Oh, mein Gott. Wow. Wow. Das ist das beste Geschenk überhaupt. Spartakus! Hilfe! 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 Wo ist denn die Fee? Das ist nicht die Geburtstagsfee, das ist Freddy Faulich! Na, Freddy! Oh ja! Und nun zu meiner Rede, Freunde! Bing, bang, diggi, diggi, dong, Quatsch mit Soße, sing ich, wenn ich tanze, tanze. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Na, das ging doch ganz ausgezeichnet.